Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von NBA 2K17 und MyGM. Ja, an dieser Stelle nochmal Sorge dafür, dass die Folge gestern ein bisschen chaotisch war, sowohl mit der Lautstärke als auch durcheinander. Es ist halt einfach noch ungewohnt, hier aufzunehmen. Aber ich glaube, mir hat das keiner wirklich übel genommen. Deswegen soll es jetzt hier heute gleich ganz normal weitergehen an einem wunderschönen Sonntag. Also zumindest bei mir scheint die Sonne, der Frühling kommt langsam. Es wird auch echt Zeit. Ja, wir hatten in der letzten Folge eigentlich auch schon unseren ersten Frühling mit einem 10er-Lauf, der dann leider von den New York Knicks beendet wurde. Weil, ja, ich hätte das ganz eventuell verhindern können, wenn ich früher reingegangen wäre. Aber gut, wir haben dadurch auf jeden Fall wieder einiges gut gemacht. Wir hatten ja auch in den letzten Folgen immer mal wieder 2, 3 Niederlagen drinnen, die, ja, uns natürlich dann auch immer zurückwerfen, insbesondere in dem Conference Table. So, jetzt gegen Milwaukee. Dann sind wir das erste Mal seit langem mal wieder in Rückstand. Und holen langsam auf, langsam. Ja, okay, wir gehen rein. Ja, in der letzten Folge wurde natürlich dann auch nicht wirklich gespielt und gezockt. Also wir sind nicht reingegangen, da bin ich immer nicht so der große Fan davon. Man, das passiert ja ganz, ganz selten, dass ich kein Spiel mit dabei habe, wo ich sage, okay, ich muss da jetzt eingreifen. Ja, das gegen die Knicks hat jetzt nicht wirklich gezählt. Da wollte ich eigentlich einfach nur gucken, okay, kann ich eventuell noch irgendwie was machen. Aber wenn du dann so spät reingehst, das waren ja, glaube ich, nur noch irgendwie 30 Sekunden auf der Uhr. Also, und jetzt klappt es doch gleich im ersten Spiel. Das heißt, klappt. Eigentlich ist es ja schöner, wenn es nicht klappt. Wir sind im Bonus. Ja. Oh, der fällt sogar. Der fällt. Okay. Parker. Na, da ist die Defense zu schwach. Da ist die Defense zu schwach. Ja, Antetokounmpo momentan auch wieder richtig gut drauf. Gab es letztens eine Szene? Over the back. Ja, das war klar. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem er da aneinander geraten ist. Ich glaube, es war gegen die Raptors. Da hat er ja so einen ganz minimal kleinen Shitstorm einstecken müssen, weil er sich da unglaublich aufgeregt hat. Wobei das Ganze... Also, das ist ein Wahnsinn, ja, ohne Schmarrn. Ich verstehe das nicht. Wie entscheidet NBA und 2K, wann so ein Ball nicht ankommt? Das heißt, Covington müsste die grottigsten Passwerte überhaupt haben, dass so ein Ball nicht ankommen darf. Ja, die sind natürlich jetzt auch im Bonus, das heißt, ich kann nicht mal drauf gehen. Und der fällt auch noch, ja. Super. Okay, jetzt sind wir gleich mit 10 Punkten hinten, ne? Nein, der fällt nicht. Ich brauche jetzt rein theoretisch den Dreier. Oder beziehungsweise auf jeden Fall Punkte. Ich brauche auf jeden Fall Punkte. Embiid mit dem Double-Double. Ja, Embiid, wir haben es ja in der letzten Folge ganz, ganz kurz angesprochen. Der geht nicht. Embiid hat ihn tatsächlich verletzt. Das ist natürlich auch, das ist nicht gut. Wenn man so früh so viel verletzt ist, ist das immer ein ganz schlechtes Zeichen, ja? Ja, warum droppt der nicht? Also die 76ers haben da wirklich die Seuche. Man kann es nicht anders sagen. Ich glaube, Philly hat selber über den eigenen Erwartungen gespielt. Ich fand es richtig, richtig geil,
Vielleicht so eine kleine Cinderella-Story. Und das Ganze hat sich jetzt natürlich wieder erledigt, weil du brauchst Embiid vorne drinnen. Ich meine, du hast doch Okafor. Oder Okafor ist schon... Das würde ich gleich selber überlegen, ja. Trade. Nee, Noel wurde getradet. Nee, Okafor ist schon noch da. Ja, ich brauche jetzt... Komm, ich gehe bei Embiid. Ja, der fällt. 4 Punkte nur noch. Komm. Das war jetzt 2-3 Mal eine richtig gute Defense. Roten? Naja, das kannst du nicht aufhalten. Antetokounmpo ist beim Zug zum Korb so ein abartiges Biest. Mann. Komm, zieh durch. Ja, der fällt. Ja, ansonsten schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was du heute an diesem schönen Sonntag machst. Beziehungsweise vielleicht ist es bei dir auch nicht schön. Ja, Leute, das könnt ihr nicht. Und Antetokounmpo schenkt uns den Ball. Vielleicht regnet es auch bei dir. Also bei mir ist wirklich strahlender Sonnenschein richtig, richtig nice. Hauptsache... Nein. Der fällt nicht. 2 Freiwürfe. Embiid, die müssen jetzt rein. Komm schon. Ja! Schönes Ding. Schönes Ding. Dranbleiben. Fuck. Ja. Der geht daneben. Nee. Airball. Und damit war's das. Ja, da kommt das nächste Foul. Was ich krass finde, momentan fällt mir das auf, dass ich relativ oft, wenn ich contested werde, einen Airball werfe. Ich werfe ja mittlerweile mit dem Stick. Ich wollte es am Anfang auch nicht glauben, wirft man einfach wesentlich besser. Aber warum? Insbesondere mit einem Shooter wie Booker, also der muss jetzt nicht reingehen, aber ein Airball ist halt schon so. Ja, okay, danke fürs Gespräch. Ja, wir nehmen nochmal die Auszeit. Aber ob die uns was bringen wird, ich brauche jetzt direkt den Pass auf Deloading oder auf Booker und dann brauche ich sofort den Dreier. Nee. No. Also, wir verlieren gegen Milwaukee auswärts. Aber so ist das eben. Ja, ich bin gespannt auf die Zukunft von Milwaukee. Haben kein schlechtes Team. Haben natürlich mit Antetokounmpo und mit Parker. Parker zumindest, wenn er fit ist. Zwei, die das Team durchaus tragen können. Aber ob es dann mal für die Playoffs und die ersten beiden Runden reicht, da bin ich mir momentan noch nicht so sicher. Es gibt momentan viele Teams mit 2 Starspielern, sage ich mal. Stars, Kyrie, LeBron oder sowas. Oder Stephen, sagen wir mit wirklich, wirklich richtig guten Spielern. Antetokounmpo ist vielleicht jetzt noch kein Star, auch wenn er gerade eben mega im Kommen ist. Die trotz allem, ja, keine Chance haben. Man sieht es jetzt auch wieder bei Anthony Davis und Cousins. Es reichen teilweise nicht 2 Spieler, um ein Team komplett zu tragen. Außer man heißt Westbrook, der trägt das Team
höchstwahrscheinlich, so wie es momentan aussieht, vielleicht eventuell alleine in die Playoffs. Das ist schon, es ist schon abartig. Mir gefällt diese Spielweise nicht von, ja, Oklahoma und von Westbrook, weil es alles auf einen Spieler zugeschnitten ist. Andererseits muss man das Ganze halt auch einfach nur respektieren und huldigen, was dieser Typ abreißt. Es ist so mega, mega krass. So, mir gefällt dann halt einfach eher so die Spielweise von den San Antonio Spurs, übrigens meine Lieblingsfranchise, weil ich auch immer wieder gefragt werde. Die spielen halt einfach Teambasketball und dann kannst du schon ab dem Mitte dritten Viertel, weil du mit 20, 30 Punkten führst, kannst du halt zum Beispiel einen Leonard, kannst du halt einfach raustun. Popovic hat so ein unglaublich gutes Verständnis, egal was Taktik betrifft, Spielminutenvergabe, etc., etc., etc. Ich glaube, dass viele dieses Jahr die Spurs total unterschätzen. Es geht nur um die Warriors, um die Cavs, teilweise jetzt mittlerweile auch um die Raptors. Aber über die Spurs spricht fast keiner. Also, ich bin ja ein großer Fan und ich schaue dann immer durch und dann denke ich mir, ah, okay, wieder nichts von den Spurs, wieder nichts von den Spurs, wieder nichts von den Spurs. Ja, aber so ist das. Eine Franchise, die sehr ruhig ist, die sehr leise arbeitet. So, wir schauen mal ein bisschen rein in die Social-Media-Aktivitäten, ne? So. Lakers müssen sich den Bucks mit 98 zu 93 geschlagen geben. Sonst schießen Timberwolves mit 102 zu 8 ab. Abschießen. Mit 4 Punkten Unterschied. Na gut, okay. Platzo mit überragender Leistung. Stanley Johnson hat sein gesamtes Geld in einen gescheiterten Musikstreaming-Dienst investiert. Rechnet damit, gegen die Bulls zu spielen. Okay. Karl Anthony Towns von den Timberwolves West und Kemba Walker von den 76ers East wurden zu den Spielern der Woche gewählt. Gibt es irgendwie ein Gerücht? Die Kings denken an den schwankenden... Ach, denken nach den schwankenden Leistungen in dieser Saison über einen Trainerwechsel nach. Los Angeles hat soeben erfahren, dass Beasley die Lakers um einen Trade gebeten hat. Das hatte ich nicht erwartet. What? Okay, danke, dass ich davon noch gar nichts weiß. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Wollen die Nets Mills gegen Covington eintauschen? Hm. Mir hat letztens jemand in die Kommentare geschrieben, weil mir das gerade eben einfällt. Es soll einen 13- bis 14-Jährigen geben, 15-Jährigen, der mega Talent hat. Aber ich habe dann auch schon in die Kommentare geschrieben. Irgendwie kommt mir das ein bisschen komisch vor, weil mit 13, 14 ist man noch nicht in der Free Agency. Das kann ja gar nicht sein. Ja, und es ist auch, also das mindeste Minimumalter ist ja 20. Übrigens, die Altersgrenze für den Draft soll angehoben werden. Ich weiß nicht, auf was für eine Altersstufe etc. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, dass die Spieler, die gedraftet werden, zu jung sind. Interessante Sache. Also, ich sehe das ja auch im Fußball immer wieder. Junge Spieler werden mit 15, 16 für Millionenbeträge geholt. Ja, man kann das natürlich nicht vergleichen. Letztens hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, jemanden korrigiert, hat jemand von dem Verkauf gesprochen in der NBA. Es ist schon richtig, man verkauft in der NBA halt nicht, wie beim Fußball. Alter ist schon so eine interessante Thematik und insbesondere, wenn dann die Eltern dahinter stehen, boah, da kann echt vieles, vieles falsch laufen. So, aber hier ist jetzt momentan, ehrlich gesagt, keiner dabei, der... Nee. Da ist nichts dabei. Da ist nichts dabei. Mich hat mal jemand angehauen wegen Bender. Da schaue ich jetzt mal ganz kurz. Aber den müsste ich ja traden. Das ist ja kein Free Agent. Herr Weber, der müsste halt mal das ein oder andere Spiel mehr machen, aber es ist auch mit den Spielerminuten echt, ja, ich bräuchte schon noch einen Center, das ist schon gar kein so schlechter Input. Mindestgröße 1,60 als Center, das wäre auch nicht schlecht. Das wäre auch echt nicht schlecht. So, wir gucken mal hier durch, ein Beat spielt bei uns, Whiteside, Okafor, Bender, 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 da haben wir ihn doch. Trade-Suche.
Keine. Ah, okay. Was? 2,5 Sterne? Okay. Jetzt gucke ich mal. Also ich habe 3 Point Guards. Ja, rein theoretisch. Ja, okay. Ich guck mal weiter runter. Mir reicht eigentlich auf jeder Position, wenn ich einfach besetzt bin. Also doppelt und nicht dreifach. Wo kann ich das am ehesten verkraften? Es ist, glaube ich, tatsächlich so die Point Guard Position. Ja, J.R. Smith zickt halt auch die ganze Zeit rum, aber ich habe nur 2 Shooting Guards, deswegen macht das für mich keinen Sinn. Beasley ist halt schon 29. Grant hat höhere Werte und ist 24. Zweieinhalb Sterne. Ja, da muss ich ja fast, da müsste ich ja noch was mit draufpacken. Und das macht dann für mich wieder keinen Sinn. Das macht für mich dann wieder keinen Sinn. Nee. Ich hab's auf jeden Fall mal im Hinterkopf. Sollte irgendjemand von euch vielleicht noch irgendwie eine andere Variante haben, dann gerne damit in die Kommentare. Was immer ganz cool ist, wenn ihr mir sowas vorschlägt, schreibt am besten gleich dazu, wie es am besten eventuell funktioniert. Weil wenn ihr es vorschlägt, habt ihr es ja selber schon gemacht. Also zum Beispiel jetzt Bender, ein Spieler mit 1,5 Sternen und einem Pick. Funktioniert zum Beispiel. Weil dann muss ich das nicht immer in der Folge selber rumprobieren. Das ist zwar ein bisschen Faulheit jetzt von meiner Seite aus, aber wäre auf jeden Fall ganz cool, wenn ihr das in Zukunft einfach mit dazu schreibt. Wenn ihr es noch im Kopf habt, natürlich. Ja, muss ich mal gucken in nächster Zeit. Dass ich vielleicht auch den ein oder anderen Spieler noch für ein Minimum hole. Defensiver Fokus. Ich meine, Geld habe ich genügend. Ich glaube, ich bin von meinem Cap-Space schon noch ein bisschen entfernt. So, das sieht ganz gut aus. Ja. Das müsste doch auf jeden Fall reichen. Okay, das war am Ende noch ganz schön knapp. 110 zu 107. Embiid 26 Punkte und 14 Rebounds. Ich sag ja, der Typ, der darf sich bitte bei mir echt nicht nochmal verletzen. Booker 19, J.R. Smith 16, Westfall 10. Oh, hat auch mal 10 Minuten, 19 Minuten bekommen sogar. Okay, okay, okay. So, ich würde ja Westfall eigentlich mal gerne mehr Minuten geben. Das Problem ist, dass ich dafür nicht die Spieler habe. Denn, ja, Wiggins und Covington sind da schon, ja, die lassen sich nicht so leicht einfach mit weniger Minuten zufriedenstellen. Jetzt nehme ich Wiggins mal wieder mit rein. Ach, Westfall, stimmt, ist ja mein sechster Mann. Ja, ich versuche ihn ja so ein bisschen aufzubauen, um den Spieler hochzuziehen. Das würde mich schon mal interessieren, inwieweit das funktioniert. Aber das Problem ist, ich kann Covington unmöglich draußen lassen. Der flippt mir aus. Können wir schauen mal ganz kurz, was der CPU vorschlägt. Schaut euch das an. Das ist der Vorschlag vom Computer. Was ist das für ein Schwachsinn? Was? Jetzt mal ernsthaft. Das ist einfach nur komplett dumm. Also wenn mir jemand den Sinn hierhinter erklären kann, meine Starting 5 kriegt weniger Minuten als J.R. Smith, teilweise weniger Minuten als Netto, das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht einfach keinen Sinn. Ich weiß, dass man, glaube ich, noch irgendwo einstellen kann, wie viele Spieler mitspielen sollen. Banktiefe, hier 11. Man kann auch 13 machen. Ja, Leistungsfaktor 100. Probiere ich das mal. Banknutzung. Banknutzung 80. Ich probiere jetzt hier mal echt ein bisschen was.
Help-Defense mal ein bisschen runter, dass die Leute sich mehr auf ihre Spieler konzentrieren. So, was ist jetzt dein Vorschlag? Noch besser. Die Leute, die on fire sind. Ach so, ja. Das kannst du nicht bringen. Da würden dir die Starting Five Spieler alle mit, wie sagt man so schön, mit einem nackten Arsch ins Gesicht springen, weil die dann zu wenig Minuten hätten. Also, du siehst schon, man kann das den CPU einfach nicht machen lassen. Das ist sowas von vorne bis hinten Blödsinn. So. Also, Russell, 36, Booker, 34, Covington. Er soll mal seine Chance bekommen. Er soll seine Chance echt mal bekommen. Er bekommt mal echt, sagen wir 28 Minuten bekommt er. Randle 32, Embiid 32. Covington muss ich aber dann trotzdem als sechsten Mann mit reinnehmen. So, dann schauen wir, dass wir hier auch... Achso, jetzt habe ich schon wieder keine Minuten zum Verteilen. Das ist, es müsste auch einfach mal einen Button geben, dass man die Minuten auf einen Schlag auf 0 setzt bei allen. So, Covington kriegt 18. Dann Netto. Na, Netto kriegt mal weniger. Achso, Cole. Ja, dann kann ich Netto wieder mehr geben. 12. J.R. Smith muss ich mit reinnehmen, weil der ist sonst auch wieder gleich aggro. Der ist sonst auch gleich wieder aggro. 13. Ja, und dann brauche ich eigentlich nur noch 4 Minuten. Dann habe ich noch 4 Minuten zu vergeben. Ein bisschen durcheinander. Ein bisschen durcheinander, aber ich lasse es jetzt mal so. Mal hier noch tauschen. Von den Minuten her. Dass das passt. So, ich probiere es jetzt einfach mal so. Er bekommt mal seine Chance. Achso, ich habe noch 4 Minuten zu verteilen. Scheiße. Komm, die kriegt dann noch Covington. Dann ist der auch happy. Dann ist der auch happy. So, jetzt hat es natürlich eben genau in dem Moment an der Tür geklingelt. So, weil der musste ich jetzt ganz kurz rangehen. Deswegen habe ich einen Cut gemacht. Okay, ein Spiel machen wir noch mit Simcast simulieren, einfach nur um zu sehen. Die Loading hält das Training für zu lasch und möchte mit ihnen über eine Erhöhung. Ja, machen wir. Versprechen, das ist ja kein Problem. Ich mache das ja jetzt mittlerweile einzeln. Spielertraining, da ist er auch schon, Intensität. Wir sind immer noch auf Mittel, deswegen gehe ich jetzt mal auf hoch, beziehungsweise kommt sehr hoch. Der ist jung, dynamisch, der will, wie man so schon immer sagt im Sport, dann soll er es auch bekommen. Hat sich vollständig erholt. Rotation anpassen? Nein, das bleibt jetzt einfach mal so für den Moment. Ich will einfach nur sehen, was passiert. So, ein Blowout gegen Miami. Und das ist so ein typisches Beispiel. Du bekommst die Chance deines Lebens zu starten mit fast 30 Minuten und dann legst du sowas hin. Dann bist du leider einfach komplett unten durch. Also, das heißt, wir werden ihn in der nächsten Folge wieder raus auf die Bank schieben. Ich hätte es ihm wirklich gegönnt, mal ein gutes Spiel hinzulegen. Vielleicht werde ich ihn das ein oder andere Mal mit reinnehmen. Jetzt kommt aber Wiggins dann wieder in die Starting Five. Covington draußen als sechster Mann. Genau, und dann schauen wir, was wir mit Westfall anstellen. Das war's wieder mit einer Folge von NBA 2K17. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann, dein Max. Ciao.